Hallo, herzlich willkommen zu diesem Videotutorial. Heute will ich dir die Addition beibringen und erklären. Addition ist eigentlich nichts anderes als Zusammenzählen von Zahlen. Wir wollen es aber ruhig mal Addition nennen. Lass mich das mal drüber schreiben. Addition. Okay. So, was passiert bei der Addition? Du denkst ja jetzt wahrscheinlich, oh, das ist aber ein schwieriges Thema. Das habe ich noch nie gemacht oder ich kenne mich da noch nicht so aus, aber wir fangen ganz einfach mal bei einem Klassiker an und zwar mit 1 plus 1. Jetzt denkst du dir vielleicht sogar, das weiß ich aber schon, was das ergibt. Und falls du es nicht weißt, gebe ich dir jetzt einfach einen kleinen Tipp, wie man das rechnen kann und wie man das zusammenzählen kann. Stell dir vor, wir haben hier einen Apfel und hier noch einen Apfel. Und was gibt es jetzt zusammen? Wie viele Äpfel haben wir? Wir haben einen und zwei Äpfel. Das heißt 1 plus 1 gleich 2. So, das wusstest du jetzt wahrscheinlich schon. Und deshalb lass uns mal ein bisschen ein schwierigeres Beispiel nehmen. Zum Beispiel 3 plus 4. So, da können wir jetzt genauso vorgehen. Stell dir vor, ich habe drei Äpfel und du gibst mir noch vier dazu. Also meine drei, eins, zwei, drei. Und du gibst mir noch vier dazu. Ich mache die mal in grün. Eins, zwei, drei, vier. Und wie viel haben wir dann insgesamt? Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Äpfel. Das heißt, 3 plus 4 ist 7. So, es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit, sowas zu rechnen. Man muss nicht immer Kreise oder Äpfel malen und zählen. Man kann das auch an einem sogenannten Zahlenstrahl machen. Dazu zeichnest du dir einfach eine gerade Linie. So, ich versuche das mal hier. Okay. Und fängst dann hier bei der 0 an. 0 ist nichts anderes als nichts. Das weißt du vielleicht auch schon. Falls nicht, musst du dir das jetzt noch im Moment nicht merken oder einen Kopf drüber zerbrechen. Das machen wir später irgendwann mal. Und dann geht es immer schön in Einserschritten hoch. Du zählst also jetzt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lass uns mal bis 11. So, jetzt haben wir hier unseren Zahlenstrahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und so kann man jetzt diese Aufgabe auch machen. Also 3 plus 11. Wir fangen einfach bei der 3 an zu zählen. Also hier, mach das mal in weiß wieder. Hier geht's los bei der 3 und wir zählen uns einfach in Einserschritten 4 dazu und jeweils springt dabei jeweils 1 weiter. Das heißt, von 3 ausgehend 4 dazu, 1, 2, 3, 4 und dann landen wir bei der 7. Du siehst also, das ist genauso 7 hier. Okay, lass uns noch ein anderes Beispiel machen. Zum Beispiel 8 plus 1. Fängst du dann bei der 8 an und zählst 1 dazu und landest bei der 9. Das heißt, 8 plus 1 gleich 9. So, jetzt, das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen schnell. Das heißt, üb da einfach mal am Zahlenstrahl weiter ein paar Aufgaben. Und dann wirst du im Laufe der Zeit schon sehen, es wird immer einfacher und immer schneller. Mal dir ruhig den Zahlenstrahl dazu noch auf und geh dann immer in den Einserschritten weiter hoch. Dann geht es auch ganz leicht und dann wirst du schon feststellen, mit der Zeit ist das immer einfacher. Lass uns einfach noch ein paar Aufgaben dazu machen. Ich scroll mal hier runter. Und zwar nehmen wir als nächstes mal 5 plus 6. 5 plus 6. Ich mal wieder meinen Zahlenstrahl hier unten. So.
diesmal. So, gehen wir auch bei 0 los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jetzt wird es ein bisschen enger, 12, 13, 14 und 15. So, das müsste uns eigentlich reichen. So, also 5 plus 6. Gehen wir wieder von der 5 aus los, in einer Schritten hoch und zählen 6 dazu. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Landen wir bei der 11. Das heißt 5 plus 6 ist gleich 11. So, jetzt drehen wir das mal um. 6 plus 5. Was ist 6 plus 5? Das können wir auch ganz einfach unten am Zahlenstrahl machen. Wir gehen bei der 6 los. So, jetzt zeichne ich das hoffentlich mal so ein, dass du das auch sehen kannst. Also gehen von der 6 los und rechnen 5 dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann landen wir auch bei der 11. Das heißt, 5 plus 6 ist 11 und 6 plus 5 ist 11. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich schon, ist doch klar, weil 5 Äpfel und 6 Äpfel zusammen sind 11, 6 Äpfel und 5 Äpfel aber auch. Das heißt, bei der Addition kannst du dir jetzt schon gleich merken, kann man die Zahlen immer austauschen und immer drehen, wie man will. Es macht keinen Unterschied. Also 5 plus 6 und 6 plus 5 ist genau das Gleiche. Gut, machen wir noch ein Beispiel. Was ist 8 plus 7? Das können wir auch wieder am Zahlenstrahl machen. Fangen wir bei der 8 an und zählen 7 dazu, immer schön in einer Schritten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und dann landen wir bei der 15. Das heißt, 8 plus 7 gleich 15. So, ich hoffe, das hat jetzt schon ein bisschen geholfen, im Zusammenzählen oder Addieren zurechtzukommen. Wie gesagt, du kannst jederzeit dir den Zahlenstrahl malen. Den Zahlenstrahl kannst du dir vielleicht auch im Kopf einfach vorstellen. Oder du malst Kreise, wenn du nicht weiterkommst, und kannst die Kreise dann zusammenzählen. Und so sollte es dir eigentlich immer gelingen, solche Aufgaben zu rechnen. Du wirst auch merken, im Laufe der Zeit musst du gar nicht mehr zeichnen oder malen dazu oder wirklich einzeln nachzählen. Dann wirst du die 5 plus 6, 8 plus 7 und die ganzen ähnlichen Rechnungen im Kopf können und auswendig können. Das wird immer einfacher und das wirst du merken erst recht, wenn du mal in ein, zwei Jahren zurückblickst und dir das Video von heute nochmal anschaust, wirst du wahrscheinlich sogar lachen und denken, wow, das war aber wirklich einfach. Also Kopf hoch, immer einfach schön weiter üben und weiterrechnen, das ist ganz einfach, das schaffst du. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mit diesen Beispielen schon ganz gut zurechtkommst, dann schau dir einfach die nächsten Tutorials zur Addition an. Da gibt es dann weitere Beispiele, da gehen wir dann ein paar Schritte weiter. Okay, viel Spaß damit und tschüss.